All right, warring PMC factions face off against each other in Escape from Tarkov, the popular multiplayer first-person shooter video game developed by Battlestate Games. Today, we've got an exclusive new look at the streets of Tarkov, the new area of the game under development. Yo, gestern Abend war es soweit. Der 10.06.2021 um 20 Uhr war der Twitch-Livestream mit den Twitch Summer Game Fest. Und da wurde angekündigt, ein neuer Trailer. BSG hat vorher schon ein bisschen Werbung gemacht. Die Mitarbeiter haben Werbung gemacht auf Instagram, auf Twitter. Meinten, hier kommt was auf euch zu. Und das war am Ende jetzt ein Trailer von Battle of Concordia. Battle of Concordia ist ein Teil von Streets of Tarkov. Wir wissen, dass Streets of Tarkov in 13 kommen soll, aber in Häppchen. Das heißt, wir werden einen Teil von Streets bekommen und damit verbunden, nach altem Plan zumindest, wird auch ein Wipe sein. Jetzt ist die Frage, ist Battle of Concordia das erste Häppchen? Ist das der Teil, der released wird in 13? Wir werden sehen, auf jeden Fall, das ist ein Teil für sich. Sie bekommen jetzt offiziell auch Namen und ja, wir können im Trailer sehen, was da abgeht. Let's go! Willkommen in Concordia! Was ist eigentlich Concordia? Concordia ist ein Businessviertel in Streets of Tarkov. Ein Upper-Class-Viertel, die High Society vielleicht ein bisschen übertrieben, aber die Business-Class hat hier ihre Wohnungen. Den Leuten hier geht's gut. Entsprechend haben wir zwei große Wohnkomplexe, das Concordia 1 und das Concordia 2 Building. Hier sehen wir das Concordia 1 Building. Wir sehen, wie weit das hier nach oben geht. Also es muss eine sehr, sehr schöne Aussicht sein von da oben. Von diesem Concordia 1 Building aus hat man Aufsicht auf das Concordia 2 Building und zwischen diesen beiden Buildings befindet sich das sogenannte Courtyard. Das Courtyard ist ein Außenbereich, sozusagen ein riesiger Hof, in dem die Bewohner Freizeitaktivitäten nachgehen können. Sie können da Sport machen, spazieren gehen, frische Luft schnappen und so weiter. Und dieses Courtyard verbindet die beiden Concordia-Gebäude. Im Anschluss machen sich die PMCs bereit, die ersten Kampfhandlungen treten ein. Wir sehen hier ganz smoothes Gameplay, die Truppenbewegungen, sehr, sehr flüssig alles, mehrere Einheiten, die sich gemeinsam bewegen, in Position gehen, ihren Waffen vorbereiten und dann geht's los. Sperrfeuer, Unterdrückungsfeuer, Kampfgetümmel aus verschiedenen Stockwerken wird runtergeschossen auf das Courtyard, was man hier schön sieht, der Spielplatz und die Ruhezone hier unten für die Bewohner. Wie sich Leute hinter den Autos verstecken, wie Glas zerberstet. Also ganz, ganz krasse Kampfszene. Das ist unglaublich detailliert. Und das ist etwas, darauf warten, glaube ich, alle. Also diese Kampfhandlungen werden der Oberhammer. Yay, Solo-Gameplay. Sie haben uns nicht vergessen. Wir sehen hier, wie sich ein Solospieler unten versteckt und ein Fünfer drauf vorbeischleicht. Leute, dieses Gefühl muss einfach unglaublich sein. Stellt euch das vor, ihr sitzt da, vielleicht viel gelootet schon und dann kommt dieser Fünfer-Trupp einen Meter an euch vorbei. Das ist eine Sache, wenn man im Wutz im Gras versteckt ist, aber wenn man im Raum ist und dieser Trupp an einen vorbeischleicht, muss ein geiles Gefühl sein. Neue Waffen wurden auch angeteasert und zwar sehen wir hier eine Shotgun mit ein paar schönen Aufsätzen. Wer weiß, was sich dahinter alles verbirgt. Ich kann nicht genau sagen, welche Shotgun das ist und welche Aufsätze das sind, aber wir sehen, dass hier alles neu ist. Sieht cool aus. Und sehr, sehr nice. Und wir wissen ja, dass in 12.1.1 sämtliche Aufsätze überarbeitet werden. Rotpunkte, Visiere und das wird ja alles überarbeitet, bekommt neue Kontraste, neue. Es wird komplett neu sein. Ich bin gespannt auf das PK06, by the way, aber ein anderes Thema. Gerne das andere Video dazu, wo Nikita über das PK06 gesprochen hat. Jedenfalls sehen wir hier auch das ACOG-Visier. Das ACOG-Visier wurde auch komplett überarbeitet, natürlich wie alle Visiere. Aber das werden wir schon bald sehen in 12.6. Surprise, Motherfucker, und die Mauer geht down. Destructible Walls. Schön zu sehen, wie hier das GL40 geladen wird und die Wand zerstört. Also eine GL40-Granate scheint zu reichen, um den Job zu machen. Wir wissen jetzt, dass in 12.1.2 laut Nikitas Aussage Explosives geplant sind und kommen könnten. Und was da alles drin sein könnte, who knows. Wir könnten uns vorstellen, dass Raketenwerfer kommen werden. Minen, er hat ja auch wirklich gesagt, dass Minen kommen werden. Also vielleicht Claymores oder ähnliches, Landminen. Und ja, das heißt, wir werden solche Zerstörungen in Zukunft öfters sehen. In dem Beispiel noch mit dem GL40, weil sie nichts anderes teasern wollten.
aber zu dem Zeitpunkt von 13, also Patch 13, wird das GL40 nicht mehr das einzige Gerät sein, was solche Wände zerstören kann. Das Highlight zum Schluss, ein russisches Kampffahrzeug, ein BTR-80, russisches Infanterie-Kampffahrzeug, kommt hier um die Ecke und hat ein paar Leute an Bord. Dieses Fahrzeug hat oben eine Autokanone drauf. Wir sehen, wie die Kanone zum Schluss schwenkt. Möglicherweise schießt sie auch. Möglicherweise finden sich auch andere Waffen noch an Bord. Und diese Kanone ist eine 30mm Autokanone. Also ja, die Frage ist, ob diese Autokanone auszuschalten ist. Mit eigenen Raketenwerfern, die zu dem Zeitpunkt dann verfügbar sein werden, werden wir sehen. Ja, aber das Wichtigste auf diesem Panzer, die Truppen, das sind wohl keine normalen Scavs, sondern es ist irgendeine Spezialeinheit und momentan die Vermutung muss einfach erstmal sein, das ist ein neuer Scav-Boss. Die Frage ist jetzt, dieses Fahrzeug, ist es am Patrouillieren? Kann es vielleicht verschiedene Punkte abfahren? Fährt es ganz Tarkov ab? Jagt es die Leute dort? Ist es auf Patrouille? Kann man an verschiedenen Orten dieses Fahrzeug antreffen? Wir gehen mal davon aus, dass das so sein wird. Und dieser Scav-Boss, der dann darunter springt, mit dem wird sicher nicht zu spaßen sein. Geniale Mechanik, genial. Noch ein kleiner Funfact hierzu, in der Tiefgarage sind 149 Parkplätze. Das ist bekannt. Vielleicht finden wir das Fahrzeug auch da unten. Mal schauen. So, damit sind wir auch schon durch. Hat wieder mega Spaß gemacht, das alles zu recherchieren. Wenn ihr die letzten Nachrichten sehen möchtet, ich findet ihr hier. Da ist der Podcast mit Nikita drin. Bis jetzt der beste Podcast, den ich von ihm gesehen habe. Also absolut großartig, was sie da auf die Beine gestellt haben. Klickt gerne drauf, schaut euch das an. Ansonsten würde ich mich über ein Abo freuen. Und ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Das nächste Mal ist schon bald und zwar ist am 13.10. bereits die nächste Show, das ist von jetzt an in 3 Tagen, also geht hier Schlag auf Schlag. Da ist Nikita eingeladen in eine Gameshow und ich bin mega gespannt, was er uns da zu sagen hat. Ich werde das wieder zusammenfassen, ich freue mich. Bis dahin, macht's gut, bleibt sauber und gesund. Hasta luego. Ciao, ciao. Ciao, ciao.